Im Juni erreichten US-Aktien neue Rekordwerte aufgrund des Höhenflugs im Bereich der künstlichen Intelligenz. Währenddessen litten europäische Aktien unter der politischen Unsicherheit nach den EU-Parlamentswahlen. Und zum ersten Mal seit fast 5 Jahren senkte die EZB die Leitzinsen. Investoren sollten diese 4 Themen beachten. Erstens, wir gehen davon aus, dass sich das US-Wirtschaftswachstum in der 2. Jahreshälfte leicht abschwächen wird. In Europa erholt sich die Wirtschaftstätigkeit dank des Anstiegs der Löhne. Wobei es hier Divergenzen zwischen den einzelnen Ländern gibt. In Spanien sehen wir etwa einen robusten Ausblick. Zweitens hat der starke Konsum in den USA dazu geführt, dass die Inflation auf kurze Sicht hartnäckig bleibt. Langfristig betrachtet glauben wir aber, dass der Preisdruck in den USA und Europa weiter nachlassen könnte. Und eine sinkende Inflation würde es den Zentralbanken ermöglichen, die Leitzinsen zu senken. Jede Überraschung bei den aktuellen Wirtschaftszahlen und auf dem Arbeitsmarkt könnte jedoch den Zeitpunkt der Entscheidungen beeinflussen. Und schließlich kann die Marktentwicklung durch die Unsicherheit im Umfeld der politischen Wahlen, die Risiken von zunehmendem Protektionismus und die Spannungen im Nahen Osten beeinflusst werden. Die sinkende Inflation und die Lockerung der Geldpolitik könnten sich positiv auf Anleihen und Unternehmensanleihen guter Bonität auswirken. Darüber hinaus könnten Investoren mit einem diversifizierten Ansatz auch globale Aktien und Aktien aus Schwellenländern, etwa aus Indien, ins Auge fassen.